Jeder kennt die Herausforderung, schnell und sauber einen Gipsabdruck und wenn möglich mit geringer Belastung für den Patienten durchzuführen. Mit dem Ipsocast-Gerät ist all dies möglich, also man kann schneller arbeiten und für den Techniker bedeutet dies auch eine geringe Einarbeitung in die Technik. Also die Gipsabdrucktechnik mit Ipsocast finde ich angenehmer, weil es weniger zeitaufwendig ist und die Passgenauigkeit nach Fertigstellung vom Schaft eigentlich weniger Nacharbeit fordert. Da das Gerät mich beim Gipsabdruck unterstützt, ich habe ja nur zwei Hände und der Schlauch ist natürlich an allen Stellen gleichzeitig, also eine Vollkontakt-Gipsabnahme. Es ist kein umständliches zweimaliges Gipsen notwendig, es ist kein Unterdruck notwendig. Einfach nur einsteigen, warten, bis der Gips trocken ist und fertig. Die Druckverhältnisse während des Gipsabdrucks kann man ganz gut an dem Flechtschlauch erkennen, dort wo die Maschen sich mehr öffnen oder mehr geschlossen sind. Und natürlich mit der Erfahrung zusammen kann man dann an einigen Stellen nachkorrigieren, mehr palpieren. Mit dem Ipsocast-Gerät hat man einen einfacheren, schnelleren Gipsabdruck unter Belastung. Also das Gerät simuliert eine reelle Druckverteilung eines Vollkontaktschafts, was dem Techniker einfacher macht, nachher weniger zu reduzieren und auch nachzuarbeiten am Testschaft.